Ein Thema, das mich bewegt, ist die Beziehung zwischen Vater und Tochter. So, ich habe drei Töchter und einen Sohn. Und meine älteste Tochter ist jetzt 11 Jahre alt und mit ihr habe ich jetzt auch schon ein paar Jahre Erfahrung. Und ich merke immer mehr, wie wichtig die Beziehung zwischen mir und ihr ist. Aber nicht nur zwischen mir und ihr, sondern auch natürlich zwischen mir und den jüngeren Töchtern, die ich noch habe. Und es ist ganz interessant, wenn man so auch die Wissenschaft anschaut, da war früher das Thema Vater- und Tochterbeziehung gar nicht so ein großes Thema. Es war sogar lange Zeit so, dass man gesagt hat, die Beziehung zwischen Mutter und Tochter, die ist so wichtig, die ist schon natürlich vom Mutterleib angegeben und da gibt es so eine Fürsorge, so eine, so ein, ja, die, sie ist da, wenn es dem Kind schlecht geht, ist die Mutter da. Da ist eine Beziehung, eine Connection, die irgendwie natürlich angelegt ist. Und bei Vätern ist es oft so gewesen, dass die Väter, ja, die sind am Arbeiten, sind unterwegs, sie haben nicht so viel Zeit und vielleicht sprechen sie auch nicht so die Sprache der Tochter als Mann. Dabei ist es so spannend zu beobachten. Und da hat man jetzt auch in der Wissenschaft immer mehr Studien herausgebracht, dass Väter so elementar wichtig sind für, gerade für Töchter. Dass die Beziehung zwischen Vätern und Töchtern einen Einfluss hat auf die Zukunft von deiner Tochter. Wenn du jetzt Vater bist, sei dir bewusst, dass du der erste Mann deiner Tochter bist. Der erste Mann im Leben deiner Tochter bist du. Man sagt, sie wird wahrscheinlich einen ähnlichen Mann wieder aussuchen, wie du es bist. Man hat auch herausgefunden, dass Töchter ganz genau schauen, wie wir als Väter mit ihren Müttern umgehen, wie wir als Ehemann mit unserer Ehefrau umgehen. Ganz spannendes Thema. So, es ist so eine geniale Aufgabe. Und was auch ein ganz interessanter Punkt ist, ist das Thema Ermutigung. Du als Vater, wenn du Potenzial in deiner Tochter siehst, wenn du ihr sagst, was du in ihr siehst, dass du sie ermutigen kannst, dass du sagst, hey, ich weiß, du schaffst das, ich glaube an dich, ich bin mir sicher, dass du die Situation bewältigen kannst. Das löst was ganz anderes aus, als wenn das die Mutter macht. Ganz spannend. So, sei dir bewusst, dass du einen genialen Einfluss hast auf deine Tochter. Sei dir bewusst, dass du Zeit mit ihr verbringst, dass du uns Männern, uns Vätern fällt es einfacher, mit unseren Söhnen Zeit zu verbringen, weil es oft die ähnlichen Interessen sind. Aber nimm dir die Zeit als Vater auch ganz bewusst für deine Tochter, für deine Prinzessin, für deine, was auch immer sie für dich ist, und sähe Samen in sie hinein. Du bist der, der Identität in deine Tochter hineinsprechen kann. Und das hat so einen genialen Ausfluss, weil es ihr Leben bereichern wird. So, ich möchte dich ermutigen, nimm dir die Woche oder die nächste Woche oder jetzt am Wochenende Zeit, um in die Beziehung zwischen dir und deiner Tochter zu investieren. Und du wirst großartige Dinge dafür ernten. So, sei gesegnet.